Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zum Thema Kun Exiles Battle Pass Herausforderungen. Ja, heute haben wir wieder eine kleine Herausforderung und zwar ist das die Herausforderung Gelblotus sammeln. Eine ungewöhnliche Herausforderung, für die wir dann 40 Punkte bekommen. 5 Stück müssen wir insgesamt sammeln. Ich befinde mich gerade hier unten und zwar ist das bei N wie Nordpol 10 relativ weit oben. Das ist in der Nähe hier von der Strandwachtfeste. Zum einen hier in diesem Bereich und zum anderen hier unten ungefähr. Da gibt es ganz viele von diesen gelben Blüten hier hinter uns. Und die müssen wir dann nur einmal einsammeln und beziehungsweise 5-mal insgesamt natürlich einsammeln. Und dann haben wir auch schon die Errungenschaft geschafft. Nehmt euch ein bisschen in Acht. Übrigens, hier gibt es auch, wie heißen sie mal, graublütige Lupine. Das nur mal eben so am Rande. Ich glaube, ich bin jetzt, ja doch, da ist auch noch eine. Ich wollte gerade sagen, ich bin jetzt, glaube ich, in die falsche Richtung gelaufen. Kann sein, dass es oben noch ein paar mehr gibt. Ja, und hier unten, damit haben wir das Ganze dann abgeschlossen. Wenn ich mich richtig erinnere, dann sind hier auf jeden Fall Vögel und das ein oder andere Krokodil. Auf der Seite, wo ich jetzt gerade bin, da könnt ihr aber eigentlich recht gemütlich durchlaufen soweit. Wenn euch das Video geholfen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und schaut euch auch gerne meine anderen Videos zum Thema Kun Battle Pass an. Bis zum nächsten Video. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.